Liebe Kinder, liebe Jugendliche, jeder von uns kennt das Gefühl der Trauer. Wir sind traurig, wenn ein lieber Mensch stirbt oder wenn wir uns mit einem guten Freund gestritten haben oder auch wenn wir eine schlechte Note geschrieben haben. Wenn wir traurig sind, dann ist es in unserem Herzen ganz dunkel. Auch Jesu Freunden ging es so. Sie waren traurig, weil Jesus gestorben ist. Sie wussten nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Jesus war nicht mehr bei ihnen. Einige dachten sogar, das ist jetzt das Ende. Aber 3 Tage nach seinem Tod kam alles plötzlich ganz anders. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Immer mehr Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Erst die Frauen am Grab, dann auch seine Freunde und auch die Emmaus-Jünger. Sie alle sind Jesus begegnet. Sie haben gespürt, Jesus lebt. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist mitten unter uns. Ostern feiern wir genau das, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dieses Osterfest will uns sagen, Gott ist stark. Gott ist die Liebe, Gott ist stärker als der Tod. Deshalb ist das Osterfest ein ganz tolles Fest, das uns sagt, Gott hat das letzte Wort. Gott macht unser Herz wieder froh. Er macht unser Leben hell. Er schenkt uns wieder Hoffnung, wenn alles ganz traurig, ganz dunkel erscheint. Er gibt uns den Zuspruch, den auch die Frauen am Grab bekommen haben. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Gott hält zu uns über den Tod hinaus. So dürfen wir voller Freude Ostern feiern. Gott macht unser Herz hell wie die Sonne. Ich wünsche euch, dass ihr heute die Osterfreude, die Ostersonne in eurem Herzen spürt. Vielleicht hast du Lust, heute selbst eine Ostersonne zu legen oder zu malen. Du kannst sie vielleicht auch weiterschenken. Geben wir damit die Botschaft, wie die Jünger damals, an alle weiter. Jesus lebt.